In den Räumen der Lebenshilfe fand am Sonntag die große Typisierungsaktion für den zweijährigen an Leukämie erkrankten Berat statt. Die deutsche Knochenmarkspenderdatei hofft mit der Typisierung einen Spender für Berat zu finden. Die Resonanz der Sylter auf die Aktion war riesengroß. Ja, wunderbar. Also wir haben schon mit viel gerechnet, aber das ist so viel wert. Unglaublich. Bei diesem Wetter, wenn so viele Leute hier sind, finde ich cool. Ja, super. Wir haben ein gutes Gefühl. Also ich finde das total unglaublich. Da kommen so viele Leute. Ja, wir sind eigentlich sehr gerührt. Wir konnten eigentlich die ganze Zeit weinen vor Rührung. Wochenlang wurde die Aktion im Vorfeld von der DKMS, aber vor allem von einigen Insulanern geplant und durchorganisiert mit ganz viel Unterstützung von unzähligen Syltern. Pünktlich um 10 Uhr ging's los. Typisierung ohne Ende. Die Leute rennen uns hier die Hütte ein. Wir haben noch nicht mal Halbzeit. Ich gucke mal eben auf die Uhr. 12:30, wir haben die Hälfte voll. 500 Typisierungen können wir jetzt schon vermelden. 1000 wollen wir, wenn das so beibleibt, dass die Leute weiterhin so kommen, werden wir es auch schaffen. Empfangen wurden die vielen Besucher von Janina. Ich werde heute helfen hier. Ich werde die Leute unterstützen, die ganze Arbeit machen. Vor der eigentlichen Blutabnahme mussten noch einige persönliche Daten aufgenommen werden. Wir sitzen hier bei der Datenerfassung und nehmen im Prinzip alles rund um unsere Spende auf. Angefangen beim Geburtsdatum über die Größe, Name, Vorname, Wohnort, Herkunft. Ja, das ist eigentlich das, was wir machen. Und wir geben unsere Röhrchen aus, in die dann gespendet wird. Ein kleiner Pieks kann Leben retten. 20 Blutabnehmer in 2 Schichten arbeiteten fast im Akkord, um die nicht abreißende Flut der Blutspender zu bewältigen. Die durften zwischen 18 und 55 Jahren alt sein. Also ich denke, man hat selten die Gelegenheit, wirklich gute Taten zu tun. Und wenn es einem die Möglichkeit bietet, dann sollte man sie auch nutzen. Und deshalb bin ich heute hier. Unglaublich. Also ich bin absolut überwältigt. Keine Worte. Wisst ihr schon, wie viele hier waren inzwischen? Also mittlerweile, und es ist ja jetzt gerade mal Halbzeit, haben wir tatsächlich über 500 Leute typisiert. Bis 14 Uhr wurden schon etwa 700 Typisierte gezählt. Die Blutröhrchen werden hier abgegeben, dann werden auch Spendenausweise ausgestellt für die Leute, die Quittungen brauchen. Ja, und dann wird sich hier mit einem Fischbrötchen gestärkt, Gutscheine verteilen wir und dann geht diese ganze Sache in verschiedenen Papierformen und die Kiste mit den Spenden dann zur weiteren Verarbeitung. In den Wochen vor der Typisierung wurde überall auf Sylt Geld gesammelt. Von vielen Firmen, Institutionen und unzähligen Privatpersonen wurde Geld gespendet. So kamen mehr als 30.000 Euro zusammen. Eine Wahnsinnssumme und am Sonntag ging es noch weiter. Der Spendentopf wurde gut gefüllt. Es gab ganz viele große Zuwendungen und ebenso viele kleine Geldgaben von überall her. Das Geld haben wir vom DRK-Kindergarten gesammelt. Wir haben 3 Boxen aufgestellt und siehe da, in 2 Boxen war jetzt schon ordentlich Geld. Habt ihr mal gezählt? In 2 Boxen etwa 300 Euro und eine fehlt jetzt noch. Ja! Draußen konnten sich die Besucher bei Kaffee und Kuchen mit Hotdogs und Nudeln vom Restaurant Siam, belegten Brötchen und noch vielen anderen Leckereien stärken. Auch das Essen und Trinken wurde gespendet. Also, wir füllen die hungrigen Mägen und jeder, der drinnen das Blut gelassen hat, kann sich hier die Kraft zurückholen. Wie man sehen kann, du darfst gerne auch mal in die Kasse füllen. Das ist der Hammer, was hier an Geld zusammenkommt. Da freuen wir uns wahnsinnig drüber und möchten uns ganz herzlich bei allen bedanken, die uns besuchen kommen. Kommt ruhig alle noch weiter vorbei. Wir verkaufen inzwischen auch zum Mitnehmen. Aber es klappt. Vielen, vielen Dank für alles, auch für die Spenden von dem Kuchen. Das ist überwältigend, das ist ganz toll. Dankeschön. Das Geld, das Matthias Auer in den kommenden Wochen einnimmt, auch das geht an die DKMS. Na, ich starte noch eine Aktion und zwar bin ich vom 17.08. bis 4.09. einmal von Nord nach Süd unterwegs. Das heißt, Klangsbühl steige ich aufs Rad und fahre dann runter bis zum Bodensee nach Lindau. Und ich verkaufe, beziehungsweise verkaufe ist nicht der richtige Ausdruck, ich kassiere jetzt von den Leuten die Absichtserklärung, mich zu sponsern. Das heißt, man kann hier pro Kilometer 1 Euro geben, 5 sind Minimum
Und ich trete in Vorleistung und erradel diese Kilometer. Und dann, wenn ich wieder heil und gesund zurück bin und diese Kilometer erradelt habe, bitte ich die Leute, das Geld direkt aufs Konto der DKMS zu überweisen. Das heißt, für 5 Euro kann man mich schon leiden sehen. Die Typisierungen gingen auch nach 16 Uhr noch weiter. Viele Sylter kamen auch später noch vorbei. Bis 18 Uhr waren 1214 Typisierungen durchgeführt. Das ist ein Wahnsinnsergebnis. In den Spendentöpfen waren insgesamt 16.800 Euro. Allen Helfern ein ganz großes Dankeschön für euren unermüdlichen Einsatz und euer Engagement. Fühlt euch gedrückt.